Das mobile Testlabor kann in einem absetzbaren Containeraufbau auf einem LKW transportiert werden. Am Boden des Containers integriert befinden sich vier hydraulisch ausfahrbare Stützen, mit denen das Labor vom LKW abgesetzt werden kann. Das Testlabor, das für den Transport durch ein Wechselbrückensystem verbunden ist, wird nun vom LKW getrennt und durch die ausgefahrenen Hydraulikstützen angehoben, sodass der LKW unter dem Container herausfahren kann. Anschließend wird das Testlabor über die Hydraulikstützen abgesenkt. Nachdem das Testlabor abgesetzt wurde, werden auch die Stützen wieder eingefahren. Das Labor kann durch LKW oder umweltfreundlichen Bahntransport über tausende Kilometer transportiert und eingesetzt werden, um beispielsweise vor Ort in Firmen, Behörden und Krankenhäusern die Mitarbeiter und Belegschaft auf Covid-19 zu testen. Große Personengruppen können unter den gleichen medizinischen, räumlichen und technischen Voraussetzungen beprobt werden. Die Testergebnisse sind somit vergleichbar, da sie unter einer zertifizierten und reproduzierbaren Umgebung zustande kommen. Die Probanden begeben sich hier für den PCR-Test entlang des Labors in den Wartebereich. Für den Rachenraumabstrich werden sie nun einzeln der Reihe nach an die Trennscheibe zum Laborbereich gebeten. Dieser Vorgang kann auch zeitgleich auf der anderen Fahrzeugseite durchgeführt werden. Der Laborant fordert die nächste Testperson zum Vortreten an die Trennscheibe auf. Die Scheibe dient zum Schutz des Laborpersonals vor Infektion. Die Testperson überreicht die ausgefüllten und etikettierten Unterlagen mit seinen persönlichen Daten. Das Röhrchen für den bevorstehenden Abstrich wird mit dem gleichen Strichcode wie auf den Unterlagen der Testperson etikettiert, um die Proben später eindeutig zuordnen zu können. Durch die Aussparung in der Trennscheibe wird nun der Rachenraumabstrich an der Testperson vorgenommen. Die etikettierte Probe wird zusammen mit den vorherigen Abstrichen in ein Sammelgestell gegeben. Durch eine Materialschleuse werden die gesammelten und etikettierten Unterlagen der Testpersonen in den Prä-PCR-Laborbereich weitergereicht. Ein weiterer Laborant nimmt hier die gesammelten Unterlagen und Proben entgegen. Im Prä-PCR-Laborbereich werden die gesammelten Proben der Testpersonen weiterverarbeitet. Das Labor verfügt über alle technischen und medizinischen Voraussetzungen, um Tests an bis zu 500 Personen pro Tag durchzuführen und zu analysieren. Im PCR-Laborbereich können die Rohdaten ausgewertet und befundet werden, entweder vor Ort durch einen Labormediziner oder durch Datenübermittlung online an einen Labormediziner. Die Ergebnisse der PCR-Tests sind noch am gleichen Tag verfügbar, wodurch Sicherheit gegeben wird, ob und wer infiziert war, nicht infiziert ist oder vielleicht auch eine akute Infektion in sich trägt. Bischoff und Scheck. Moving Ideas.